Moin Flatzen hier, ein neues Video. Champions League Halbfinale ist jetzt vorbei. Man muss sagen, leider ist es nicht dazu gekommen, dass es ein deutsches Finale in Wembley wird. Dortmund ist weitergekommen, Bayern ist leider raus. Ja, ihr hört's, leider. Ich bin kein Bayern-Fan, ihr wisst es, aber trotzdem, international halte ich zu den Bayern. Das als Bremer muss man einfach sagen, da muss man zu einer deutschen Mannschaft halten. Aber um erstmal auf Dortmund zu kommen, die haben ja vorgestern gespielt in Paris. Die haben ja mit 1 zu 0 gewonnen, richtig stark. Hummels hat ja in der 50. Minute per Ecke kam der Ball und dann hat er einen wuchtigen Kopfball reingehauen, richtig geil. Hatte später sogar noch die Chance, das 2 zu 0 zu machen. Das war dann leider abseits, wurde es dann anerkannt. Aber die Dortmunder haben richtig stark gespielt, ey. Das war so ein geiles Spiel. Klar, wurde dann wieder so ein bisschen im Netz und hier und da geschrieben, boah, die Dortmunder hatten so viel Glück. Ein paar Mal Aluminium, drei, vier Mal. Dann, ich glaube, einmal Latte, als zweimal Pfosten oder dreimal Pfosten, sage ich jetzt mal, oder zweimal Latte, weiß ich jetzt nicht. Aber darum geht es da auch gar nicht. Klar ist das ein bisschen Glück, aber das musst du ja auch haben, wenn du weiterkommen willst, ja? Da kann man aber sagen, das ist das Glück des Tüchtigen, wenn man so will. Denn die Dortmunder haben wirklich gezeigt, wir wollen ein Hinspiel in Dortmund 1-0 gewonnen. Da war es ja Füllkrug, der getroffen hat. Und im Rückspiel wieder 1-0. Ja, gezeigt, Jungs, wir wollen ins Finale. Man hat Edin Terzic gesehen, wie er gefeiert hat. Das ist doch klar. Er war richtig begeistert. Vielleicht war nicht alles 100%, aber das ist doch scheißegal, da fragt doch keiner nach. Die sind jetzt im Finale. Und Reus hat es nach dem Spiel richtig gesagt. Jetzt zählt nur noch eins, das Ding zu holen. Alles andere ist scheiße. So, ist auch so. Und das spielt doch gar keine Rolle mehr. Da haben ja auch Hummels hat im Interview gesagt, vielleicht mit ein bisschen Glück, aber da spricht morgen keiner mehr drüber. Wir sind im Finale und das zählt. Und das ist ja auch richtig so. Und meiner Meinung nach haben die Dortmunder auch stark gespielt. Das war nicht irgendwie schwach gespielt oder irgendwas. Das muss man einfach so sagen. Die haben gut gespielt. Die haben den Mbappé richtig gut im Griff gehabt. Klar hatte der hier und da seine Chance. Du kannst ihn auch nicht 90 Minuten lang ausschalten, dass sie einen Pfostentreffer hatte und so weiter. Du kannst ihn nicht 1:1 ausschalten. Das geht nicht. Aber die Dortmunder haben richtig geil gespielt. Das muss man denen einfach sagen. Sind meiner Meinung nach auch verdient im Finale, wenn man sieht, wie die Gruppenphase war. Da haben schon viele gesagt nach dem ersten Spiel, boah, die können froh sein, wenn sie noch in die Euroleague kommen. Wenn überhaupt. Die werden Gruppenvierter, hat man gedacht. Und bei der Saison, die die in der Liga spielen, hätte man ja auch nicht gedacht, dass sie bis ins Finale rocken. Aber man hat es immer mehr gesehen. Man hat nach Aussagen von Tesis gesehen. Wir haben schon gemerkt, nach der Gruppenphase, da ist was möglich. Dann, als wir gegen Eindhoven gewonnen haben, auch richtig, da war richtig so, hat er gemerkt, wir können ins Finale kommen. Man hat Atletico geschlagen und so. Richtig geil. So, und die Dortmunder haben einfach nur ein geiles Spiel gemacht. Und sind auch zu Recht jetzt im Finale und in Wembley und da ist einiges möglich. Also da muss ich jetzt einfach mal sagen, die Leute, die dann sagen, ja, pures Glück, ja, Leute, was erwartet ihr denn? Dass sie ein Spiel, sag ich mal, 90 Minuten dominieren gegen Paris und keinen einzigen Torschuss kassieren oder was? Natürlich muss man auch mal Glück haben. Das ist doch ganz normal, das gehört zum Fußball dazu. Welcher, nenn mir einen Verein, der nicht schon mal irgendwo bei irgendeinem Sieg Glück gehabt hat und dadurch weitergekommen ist oder vielleicht sogar einen Titel geholt hat? Das ist doch normal. Also das sehe ich als richtige Quatsch an, also wirklich diese Kommentare, diese Leute sollen, ach, keine Ahnung. Dann ist doch hier, Dortmund ist weitergekommen, das freut mich, ist eine deutsche Mannschaft, ist top, die sind jetzt im Finale. Man muss jetzt sagen, die müssen das Ding auch einfach holen. Es wird schwer gegen Real, weil, jetzt kommen wir nämlich zum anderen Spiel, Bayern leider rausgeflogen ist. Die haben ja gestern Abend gespielt und das war auch richtig bitter, denn die Bayern haben auch ein starkes Spiel gemacht, fand ich, gegen Real. Real war auch stark, Vinicius hat gut aufgespielt und so weiter, aber Bayern machen ja das 1-0 durch Alphonso Davies, ein richtig geiles Ding. Da macht er es in der, wann war es, in der 70. knapp ungefähr, ja, oder 68., ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ist ja auch egal, macht er das Tor und man sieht richtig, wie die jubeln, auch wie Tuchel und so weiter, ne? Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Tuchel-Fan, aber gestern auch so wie ihn, nach dem Interview, wie er da stand, er hatte also glasige Augen, man hat richtig gemerkt, so wie er gelitten hat, dass das nicht geklappt hat. Und dann ist es ja so, dass die Madrid kann sogar ausgleichen, wie dann aber kann. Später machen sie dann den Ausgleich zum 1:1. Neuer sieht da richtig bitter bei aus. Und dann haben auch schon viele gesagt, oh, der Patzer von Neuer erinnert an Kahn und wie scheiße. Ja, was hat er denn vorher gemacht? Wie viele Paraden hat er denn gehabt, dass Bayern überhaupt im Spiel geblieben ist? Und das ist doch klar, dass Real auch diese Chancen hat. Das war ein Spiel auf Augenhöhe in meinen Augen, wo beide Parteien richtig gut gespielt haben. Ob der Sieg jetzt in Ordnung geht, ich weiß nicht, das war auch so ein bisschen fragwürdig. Dann macht Rossellu den Ausgleich und kurz vor Schluss macht er dann das 2:1 richtig bitter. Und später haben die Bayern die Möglichkeit, das 2:2 zu machen. Wieder so dumm aberkannt, so ein bisschen da, weißt du, ne? Also das fand ich auch, die Aktion da ein bisschen dämlich. Das musst du weiterlaufen lassen. Da steht 2:2 für die Bayern da und dann geht man in die Verlängerung und dann ist alles möglich.
Der Bayern war ebenbürtig mit Real. Die sind unglücklich ausgeschieden. Ich weiß, und jetzt werden sich vielleicht einige wundern, ich bin absolut kein Bayern-Fan. Was national angeht, bitte gerne mal absteigen, alles. Ich wiederhole das gerne immer wieder. Aber international bin ich für die Bayern, weil es ist ein deutscher Verein. Da muss man doch für einen deutschen Club sein. Wer jetzt sagt, oh, ich bin für Real gewesen, ja, Entschuldigung. Ist doch Quatsch. Selbst ich kenne Leute, die sind Bayern-Fans und hassen die Borussia wie die Pest, ja. Ist wirklich so, die sehen ihn als, so wie wenn ein Dortmund-Fan sagt, Schalke wäre schön, dann würden die denken, was ist mit dem denn los? Die hassen das genauso quasi, dieser Bayern-Fan. Aber der hat auch gesagt, ich habe den Dortmund in die Daumen gedrückt, weil es international ist und genauso sehe ich es ja auch. Und gestern haben Bayern das richtig bitter und dann haben ja einige gesagt, ja, dass sich Tuchel total verwechselt hat. Habe ich am Anfang auch gedacht, aber wenn man das eine Interview gesehen hat, hat man gesehen, ja, ich hätte gerne einen Harry Kane weiter drin gelassen, aber der konnte nicht mehr. Der hat mir signalisiert, hier, ich muss raus. Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe vorher auch gedacht, was hat der Tuchel da wieder gemacht? Ist ja wieder total doof. Aber dann hinterher habe ich dann gemerkt, oh, er musste diese Wechsel machen, weil die Spieler angeschlagen waren. Es ging nicht mehr. Kane hatte irgendwie Rückenprobleme, der konnte nicht mehr, der lief schon ganz lange. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr, nimm mich raus. So, das ist dann was anderes. Und das ist richtig bitter. Man hat einfach, muss man ganz ehrlich sagen, auch gestern gesehen nach dem Interview, die glasigen Augen, dass Tuchel das gerne gewollt hätte, dass er dabei ist. Und wenn man dann sieht, er steht da ich glaube, von Tora war es, die Kommentatorin, und Michael Ballack stand da. Ich hoffe, ich habe es richtig. Und dann hat er da interviewt und dann sieht man so im Hintergrund die Bayern-Fans und nochmal sagen, die, ja, die haben dann Thomas Tuchel-Chöre gesungen. Ja, da muss man nochmal ganz klar sagen bei Bayern, jetzt müssen nochmal die Lichter angehen oder was weiß ich, die Scheuklappen mal weg. Boah, die Fans wollen den Tuchel noch. Es war doch, man ist gestern unglücklich ausgeschieden und nicht, weil man total schlecht war oder irgendwas. Da muss man einfach als Bayern-Vorstand sagen, komm, wir machen mit Tuchel weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er es will. Was so nebenbei am Rande, denn was die Bayern da alles fabriziert haben, wie viele Trainer die schon vergrault haben, da müsste man mit Tuchel weitermachen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ja auf das Spiel zu kommen. Richtig ärgerlich. Und dann wurde ja schon wieder gesagt, boah, wie viel hat der Schiri gekriegt, dass Real weitergekommen ist und und. Ich weiß es nicht. Es ist ärgerlich gelaufen. Bayern hätte meiner Meinung nach bis in die Verlängerung hätten sie gerne verdient gehabt. Das 2 zu 2 wäre total verdient gewesen. Und dann Verlängerung vielleicht auf Meterschießen wäre dann weitergekommen, wäre okay. Man kann nicht sagen, dass der Sieg gestern total unverdient war, aber nicht so glasklar verdient, wie es viele gesehen haben. So, Bayern war ebenbürtig, war stark und es ist ärgerlich. Ich hätte gerne das deutsche Finale in Wembley gesehen, wie es 2000 war. 14? 2014 war, genau, 14 war es, glaube ich, ne? Oder war es? Ich meine 14, ja, ich glaube 14. Oder 12? Ne, 14 glaube ich sogar. Oder 12, ist auch egal, auf jeden Fall. Es wäre wieder ein Finale gewesen, wie damals war es ja auch in Wembley, das deutsche Finale. Und jetzt wäre es wieder gewesen, ja? Wäre doch geil gewesen, aber nein, Bayern fliegt leider raus gegen Real. Ich meine, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Seid ihr, wenn es international geht, für jeden deutschen Club oder sagt ihr, nee, die mag ich nicht, dann bin ich auch international nicht für die. Würde mich mal gerne interessieren. Und jetzt ist auch meine persönliche Meinung, bis auf die Madrilenen-Fans und vielleicht ein paar andere, ist doch ganz Europa für Borussia Dortmund. Weil man wieder gesehen hat, der Schiri und so, Real Madrid wird bevorzugt und, so ein bisschen. Ich habe nichts gegen Real Madrid oder so. Ich finde den Verein eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich bin ganz klar jetzt für Borussia Dortmund im Finale. Und ich hoffe, dass die das Ding rocken. Dass sie den da die Hucke fordern. Und ich glaube auch die Bayern-Fans und selbst die Bayern-Verantwortlichen hoffen jetzt, dass Dortmund diesen Pott holt. Und zwar Deutschland holt. Und da spreche ich doch für alle Deutschen, die Interesse an Fußball haben. Normalerweise, dass man jetzt sagen muss, hey, Dortmund jetzt in Wembley, ich glaube, es ist der sechste, da jetzt macht das Ding. Ja, holt den Pott. So. Und wenn dann auch zu Recht. Eine schwere Gruppe gab, bis ins Finale rocken und weiter. Für Bayern tut es mir wirklich leid, die hätte ich gerne im Finale gesehen. Und dann muss ich aber wieder sagen, wäre ich für Dortmund gewesen. Bin ich dann ganz ehrlich, zwei deutsche Mannschaften, dann wäre ich natürlich für Dortmund gewesen. Das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Aber so wie gestern Abend, ich war für Bayern. Aber es ist verrückt. Bin ich für die Bayern? Scheiden die aus. Möchte ich, dass Bayern verliert? Gut, in dieser Saison ist es mal anders, aber sonst war es immer so, wenn ich möchte, dass Bayern verliert, gewinnen die Bayern. Ganz komisch. Vielleicht hätte ich gestern für Madrid sein sollen, dann wären die vielleicht weitergekommen. Na, Spaß am Rande, aber wie seht ihr denn das Spiel von gestern? Hätte man die eine Aktion, wo das 2-2 passieren könnte, hätte man das weiterlaufen lassen sollen? Schreibt es mal rein, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Oder sagt ihr, das geht völlig in Ordnung? Also in meinen Augen weiß ich nicht, das war auch nicht ganz fair. Aber wenn du dann wieder siehst, so, diese vielen Netzkommentare, ja, der Neuer mit seinem Riesenpatzer, der hat es vergeigt. Ja, was hat er denn dann vorher gemacht?
Er hat so viele Chancen, weil das Bayern auch im Rennen geblieben ist. Und dass Real Madrid diese Chancen hat, ist doch auch normal. Da waren zwei Top-Mannschaften gestern auf dem Platz. So, und dann hat man den Tuchel ja gestern nach dem Spiel noch gefragt, ja, es ist eine titellose Saison, was sehen Sie denn jetzt, wie denken Sie jetzt über Ihre Zukunft, bla bla bla. Da hat er gesagt, erstmal denke ich an dieses Spiel heute Abend. Hat er gesagt, das muss ich erstmal verarbeiten, das hat man mir noch angesehen. Dann habe ich noch zwei Spiele und dann wird man weitersehen, wie ich denke und was weiß ich. Vollkommen richtig. Dass der da gestern steht und geknickt ist, ist doch klar, er hätte ins Champions-League-Finale kommen können und das hätte er doch gerne gewollt. Und das wäre geil gewesen, wieder Wembley, wieder deutsches Finale, mega geil. Aber so muss man leider sagen, ist nur, oder zum Glück, nur Borussia Dortmund drin, also dass die wenigstens drin sind. Schade, dass es Bayern nicht geschafft hat, aber Dortmund, jetzt müssen die gegen Real Madrid und das wird ein Brett. Das wird ein richtiges Brett, da müssen die Dortmunder Gas geben. Die müssen nochmal eine Schippe drauflegen, damit diese Madrilenen so richtig in den Allerwertesten können. So, ich will es mal nicht konkret ausdrücken. Ich hoffe, dass Madrid verliert. Ich hoffe es so sehr, Leute. Schreibt ihr mal rein. Wen wollt ihr im Finale gewinnen sehen? Real Madrid oder Borussia Dortmund? Würde mich mal brennend interessieren. Und alle, die in Netz reinschreiben, oh, Dortmunds weiterkommen, so eine Scheiße, lieber Paris, ja, Entschuldigung. Was ist denn Paris, dieser Sauhaufen da zusammengekauft? Ja, ganz ehrlich, da wird so viel Tamtam gemacht und boah, sogar die Liga haben sie extra noch ein Spiel verschoben, damit Paris sich schonen kann und hat es geholfen. Nein, da merkt man aber wieder, Geld schießt keine Tore. So. Das ist einfach so, denn Paris hat ja finanziell viel mehr Möglichkeiten wie Borussia Dortmund. Das muss man aber auch festhalten. Und trotzdem ist Dortmund weitergekommen. Mega geil, Leute. Also an die Dortmunder und an die Dortmunder Fans, Daumen hoch, dass ihr weitergekommen seid, finde ich richtig geil. An alle Bayern, Spieler, Verantwortlichen und Fans, tut mir wirklich leid, dass Bayern nicht ins Finale gekommen ist. Ich hätte es denen auch gegönnt, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich dann für Deutschland und also vier einmal für den deutschen Club, so muss man es sagen. Ist echt schade. War ein geiles Spiel. Mit ein bisschen mehr, ich würde sogar sagen, ein bisschen mehr Glück für Real Madrid. Da wäre ein Unentschieden mehr gerecht gewesen. Das 2-2 wäre völlig in Ordnung gewesen, dann Verlängerung, dann Elfmeterschießen. Wenn man dann Elfmeterschießen verloren hätte, hätte man gesagt, okay, das ist ärgerlich, aber das kann passieren. Und dieses weiß ich nicht. So richtig bitter. Und jetzt haben wir es. Dortmund gegen Real nochmal zum Abschluss. Alter, geil. In Wembley. Und ich hoffe, die Dortmunder knallen Real Madrid einen rein und gewinnen. Irgendwie scheißegal. Die müssen die mal so richtig. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Freunde, in diesem Sinne war es das auch. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst mir gerne ein Like da, ein kostenloses Abo wäre fresh. Aktiviert die Glocke, um keine Streams und Highlights zu verpassen. Kurz nochmal, euer Support ist einfach mega, Freunde. Richtig geil. Macht weiter so, das freut uns. Ich bin raus, euer Flasen. Ciao, ciao.